Meine treuen Gefährten des Couch Gaming, wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier in Ustengrav. Und hier unten, muss ich wirklich sagen, ist es doch einigermaßen friedlich. Glaubt man gar nicht, aber ja, ist durchaus gemütlich hier. Also, für ein uraltes Grab. So, aber wir sollten natürlich wieder zurück zu unserer Aufgabe, das Horn von Jürgen Windcaller bergen. Und ich denke mal, das werden wir hier oben irgendwo hinbekommen. Ich denke, diese Brücke hier, die sieht doch hat uns schon irgendwas gesehen. Unser Schwert? Nein. Wir nehmen natürlich unseren Bogen, falls hier doch noch irgendwas antanzt, aber es scheint ja alles in Ordnung zu sein. So, wir schleichen hier natürlich. Da hinten haben wir doch auch schon wieder was. Ich sehe nichts. Ah, da vorne sehe ich doch was. Komm her, dann sehe ich dich wenigstens. Ich glaube, da oben ist es. Ja, wir haben's. In Ordnung. Müssen wir noch mal kurz nachsehen, ob das das Einzige war. Oder ob hier noch mehr sind. Aber ich glaube, das war alles. In Ordnung. Da würde ich doch mal sagen, nehmen wir hier einmal unsere kleine Fackel in die Hand. Und dann schauen wir mal nach, was wir hier denn finden. Das ist ein Drachensymbol. Was zum... So, die machen hier dies. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie durch. Und das scheint irgendwie mit... Das scheint sehr knapp zu werden, wenn wir da durch wollen. Müssen wir das mal so probieren. Hier habe ich schon öfters mal versagt. Ganz einfach, weil das Tor zuging und ja, man kommt halt nicht durch. Das liegt an einigen... an der Physikmod mit dieser Player-Movement-Geschichte, dass wir hier ein bisschen langsamer sind als im Vanilla-Spiel. Letztendlich. Mal gucken, ob wir das noch schaffen, ne? Oh, wir haben es gleich mit dem ersten Anlauf geschafft. Liebe Freunde, das ist mir noch nie passiert. Wir werden hier einmal einen Quick-Save machen, ganz einfach... Desiccated Corpse. Oha. Ja, okay, das Gold können wir ja mitnehmen. Okay. Hier scheint wieder irgendwas zu sein. Nehmen wir besser mal noch unseren Iron Bow. Hier sind schon wieder diese Druckplatten. Die lässt sich... Also es scheint, als ob sich einige aktivieren lassen und manche... Okay, die sind schon mal...
Das ist hier wirklich jetzt Trial and Error. Hab hier einige. Auf. Damn. Das. Holy crap. Das wollten wir nicht. Okay, wir müssen hier irgendwie einen Weg rüberfinden. Und hört ihr das? Da sind schon... Ich glaube, ich höre Spinnen. Liebe Freunde, das könnte ein bisschen gefährlich werden. Und mit ein bisschen meine ich lebensgefährlich. Dann nehmen wir besser mal sämtliche Potions, die wir haben. Damit wir hier auch... So, noch eine. So. Das sollte doch jetzt... Oh Mann, ich trau mich nicht. Crap. Was ist denn? Ach so, wir hatten noch. Und unser Bogen ist ein bisschen verbuggt. So. Da vorne ist eine. Die haben wir erwischt. Und dich da vorne, dich erwischen wir auch noch. Ja, was? Na also. So, so. So können wir das also ausprobieren, ob die... Der hier ist noch sicher und... Okay, das ist... Oh Mann. Wo kommt eigentlich das Licht her? Merkwürdig. Okay. Gut, dann müssen wir hier mal, glaube ich jedenfalls,
Wo haben wir es? Genau, hier ist nämlich alles zugewachsen. Machen wir das mal auf hier. Was haben wir hier? Ist auch alles zu. Liebe Freunde, das gibt's doch nicht. Ach. Was zum... Eine ganz große, dicke, fette Spinne. Da verpieseln wir uns mal besser. Sind hier irgendwelche Feinde? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht herausfinden. Wir sollten uns noch mal ein bisschen heilen. Weil man das so macht. Wo kommt die? Da ist sie doch, die Animation. So. Activate. Dann machen wir das mal. Und das geht auf. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach... Nach dem Horn von Jürgen Windcaller. Erinnert euch, das wollen wir ja finden. Ich glaube, wir haben es hier geschafft.